und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil der Epi macht hier irgendwie nur noch Blödsinn, hat er in der letzten Folge gesagt. Und da muss ich jetzt ganz schnell hin. Ach, das ist hier so. Aber das müssen wir wirklich mal, wenn wir wieder ein paar Edelsteine haben, das müssen wir mal hochmachen hier, oder? Oder willst du das außen? Ich meine, gut, du könntest da jetzt Fische reinsetzen oder so, aber. Warum sind hier eigentlich Hühner drin? Waren die jetzt vorhin auch schon hier? Wo? Ja, die waren noch da. Die waren noch da. Kommen wir jetzt nicht. Da komme ich hier hin und der Epi lässt mir gar keine Wahl hier. Der setzt hier einfach diese ganzen komischen Viecher hin. Vielleicht wollte ich die ja in rosa haben. Gott sei Dank, da bin ich ja froh, dass ich die jetzt schon mal hingesetzt habe. Ne, ich hab, was hab ich denn überhaupt? Ich hab grün-rosa oder weiß? Nee, weiß-rosa, glaube ich, habe ich bei mir. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Edelsteinjagd. Du hast mir hier eigentlich gar nichts übrig gelassen jetzt. Oder war das der Gerald, der mir hier alles weggeerntet hat? Das kann natürlich auch sein. gut, dann holen wir noch mal ein paar Blümchen. Aber viele sind das jetzt auch. Oh, die Erdbeeren. Warte, ich setze die Erdbeeren noch schnell neu. Wir haben Frühling. Wir haben Frühling. Frühling. Wo ist das denn? Da oben. Nee. Da. Nee, da fahre ich dann. Wieso haben wir da eigentlich nicht zum Porten? Wie kriegst du das jetzt? Doch, ich krieg alles mit. Wenn ich gucke. Ich bin aber gerade hier die Erdbeeren am Machen. Die wiederum, genau, bei den Bären, bei dem Symbol sind. So, viel haben wir jetzt aber nicht. Warte mal, weißen Kürbis? Weißen Kürbis? Ich bin überfordert. Wo waren überfordert? Wo ist denn der weiße Kürbis gewesen? Haben wir den überhaupt? Ach so, warte mal. Jetzt, wo du es sagst? Nö! Den könnte ich aber, weil wir ja gesagt haben, dass wir die so nach und nach ein bisschen wegmachen da hinten. Dann könnte ich hier in die Next-Reihe reinsetzen. Ach, ich muss auch gleich noch den... Ach so, kann ich nicht, weil wir die eben neu gemacht haben. Ah! In einer Stunde kann ich den hier hinsetzen. Scheiße. Das Gelbe kann ich nicht voll machen. Nein, natürlich nicht. Da muss ich den Leuten mal eben unser wunderschönes Labyrinth noch zeigen. Das wollte ich doch in der letzten Folge eigentlich machen. Also wir haben ja so ein paar Sachen haben wir ja noch gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön geworden. Man darf sich das normalerweise gar nicht so angucken. Man muss das eigentlich mit Fotomodus machen. Weil dann hat man diese ganzen lästigen Körbchen und so hier nicht drin. Hier hat der Epi sich gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn man einfach mal den Clownsfischen auf den Kopf hauen könnte, während man sich auf den Baumstamm draufsetzt. Genau. So. Und da hinten, da haben wir so ein paar Sachen, die halt jetzt so ein bisschen auffüllen. Ne? Hier kann man sich übrigens auch draufsetzen auf diese Baumstämme. Das finde ich ganz cool, auch wenn die sich irgendwie nie dahinsetzt, wo ich hin anvisiere. Das finde ich ein bisschen doof, aber gut. Und hier in der Mitte, ich weiß gar nicht, inwiefern wir das jetzt beim letzten Mal schon hatten, haben wir jetzt die Blumen drumherum. Ich glaube, die hatten wir. Hatten wir die schon? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier so ein schönes Plätzchen, wo man sich dann ausruhen kann. Und der Epi hat, warum auch immer, Enten hier reingesetzt. Die haben, doch, die waren schon da, weil da saßen wir nämlich hier. Und da habe ich mich noch darüber gewundert, warum die Ente die ganze Zeit das Würstchen so am Anstarren war. Stimmt. Die habe ich extra dahin gemacht, weil die mich gefragt haben, ob ich sie verstecken kann. Und dann habe ich sie in das Labyrinth getan. Vor wen sollst du die denn verstecken? Vor den Bauern, der aus den Hähnchen... Vor den Chinesen, die wieder Peking-Ente machen wollen. Ah, stimmt, das sind es, glaube ich, sogar die Peking-Enten. Also jetzt nicht diskriminieren, ich esse gerne Peking-Ente. Also nicht diskriminierend den Enten gegenüber, oder was meinst du jetzt? Den Chinesen. Nee, aber ich glaube, das... Ich will das jetzt wissen. Ich glaube, das ist sogar die Peking-Ente. Nee, das ist die Streicherente. Das war jetzt doch diskriminierend. Die Peking-Ente haben wir noch gar nicht frei. Aber die gibt's wirklich hier drin. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Variante. Die zweite ist es.
Und da so. Du ja keine Enden gesetzt hast, ich habe das ja gemacht, das ist ja wieder hier. Ist klar, ich habe den Eingang gestellt. Das hier war, glaube ich, beim letzten Mal, also das Schild hier, das war definitiv beim letzten Mal nicht. Der EP hat sich gedacht, da sind so süße kleine Schweinchen, die erinnern die Gameplayerin immer an mich. Und deswegen nehme ich einfach dieses Mais-Symbol, also naja, es ist Gerste, aber egal, ihr wisst, was ich meine, und setze da so ein Schweinchen rein, damit die Gameplayerin immer an mich denkt. Das hat er sich gedacht. Nein, das stimmt gar nicht, das ist komplett gelogen und frei erfunden jetzt. Und wir haben hier noch Schweinchen hingemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt letztes Mal auch schon war. Aber ich bin eigentlich ganz stolz auf unseren kleinen Irrgarten, muss ich sagen. Ich finde das schon, das ist schön, was wir hier machen. Guck mal, jetzt können wir dem Epi ein bisschen bei der Arbeit zugucken. Nee, musst du nicht. Mach mal was, dass wir noch ein paar Dinger setzen können. Ich habe keine Zeit mehr. Ach so, warte mal, hier haben wir auch noch mal welche. Hast du Fische noch gefarmt? Hier? Vielleicht können wir ein paar Fische noch verkaufen. Nein, Fische haben wir nicht mehr. Nee, habe ich eben schon... Das hast du irgendwie. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, viel. Also wir haben gerade mal noch niemals die Hälfte von denen, die da sind. Also nur die, die ich jetzt gerade eben gesehen hatte. Oder hat es noch was hingestellt gerade? Nee, wir haben ja keine... Wir haben nur 39. Ja, dann geh doch mal zwischendurch... Geh doch mal rüber und dann verkauf mal Äpfel oder so. Ja, das, die farm ich ja gerade ab, damit ich noch ein paar... Die farm ich gerade ab. Ach du, als wenn du was machen willst. Ja, ich bin ja schon das dritte Mal die Runde am Drehen bei den Äpfeln. Drehst am Rad höchstens, aber nicht Runde beim Essen. Ja, am Rad drehe ich auch bald, da hast du recht. So, warte mal, haben wir noch Zeit? Ja, noch 2 Minuten. Machen wir das auch noch schnell. Tomate Level 18, also wenn ich das mal... Ja gut, man darf es nicht mit der privaten Farm vergleichen, muss man dazu sagen. Weil die hat man ja auch länger online, dann kann das schon mal sein, dass da jemand draufkommt oder so und einem dann hilft. Oder man macht halt selber auch einiges da drin, ne? Und hier ist es halt so, man kann nicht jeden Tag online sein. Ich muss euch leider auch schon mal darauf vorwarnen. Also übersehen wir jetzt das Deutsche heute. Dass es wahrscheinlich sein wird, dass es eine kleinere Pause geben wird demnächst mit Farm. Ich versuche das bestmöglich zu überbrücken. Aber der Epi lässt mich komplett im Stich. Der ist eine ganze Woche, hat er gesagt, so, ich kann dich nicht mehr ertragen. Ich fahre jetzt eine Woche weg. Und dann die Hiobsbotschaft. Dann hat er gesagt, in seinem, ja, ich nenne es mal Urlaub, Urlaub von mir, da will er dann noch nicht mal aufnehmen. Wenn ich dran denke, habe ich jetzt ein Meme eingefügt, wo die alle so machen. Achso, ich fahre hier rum, ich weiß gar nicht. Guck mal, die sind schon alle abgeerntet hier. Ich fahre hier extra rum. Ich gucke mal, ob ich noch was verkaufen kann. Wir brauchen noch drei. Wir brauchen noch 300 und. Drei Hoden? Drei Hoden auch. 360. Aber keine Kühe machen. Ich verkaufe nämlich jetzt gerade den Salat, ja? Also jetzt keine Kühe zum Füttern, meine ich jetzt. Was? Sonst brauchen wir das nämlich. Ich hatte übrigens die Fische schon zweimal wieder ein bisschen höher gesetzt. Zwischendurch heute. Sonst hätten wir jetzt 900 mehr. Hä, wieso haben wir jetzt keine Äpfel? Ich habe doch gerade so viel noch geholt. Weil ich die abgefarmt habe gerade. Nein, zum Verkaufen. Verkauft, Mann. Ich habe die verkauft. Du warst doch gar nicht hier. Oder du bist auch gar nicht hier. Ich bin ja gerade hier immer, im Rumlaufen. Ich bin immer da im Gegensatz zu dir. Ja, ist klar. So, Stimmwolle haben wir auch nicht. Und du wollen Wolle kaufen. Salz haben wir immer noch nicht. Was komisch ist. Level 72 und wir haben immer noch kein Salz. Ich meine aber, ich... Achso, ich kann jetzt hier gar nicht gucken. Was? Wer hat was fertig? Wirst du dann sehen. Bleib stehen. Och. Nein, ich will nicht deinen billigen Schrott kaufen. Die Schafe brauchen nichts zu fressen. Wir müssen das Schachbrett fertig kriegen. Es ist fertig. Das kann nicht sein. Wir haben nur 600 gehabt, oder? Mehr habe ich doch gar nicht geholt. Was soll ich mit der noch anfangen? Nee, ganz ehrlich. Ja, siehst du, die Enten beschweren sich auch schon über dich. Na, eben mal inspizieren hier, ob das denn auch alles so seine Richtigkeit hat.
Läufer sind da. Achso, die Ente? Ja doch, die steht dann auf der rechten Seite. Ich glaube, das habe ich bei mir nämlich verkehrt gemacht. Ich glaube, ich habe dann eine Seite... Ich glaube, ich habe die parallel hingestellt, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Jetzt hat dich hier... Boah, ich schlag dich. Tust du nicht. Jetzt hat er hier einfach schon den Weg hier gebaut, die Sau. Ja, und ich mache da jetzt auch einen Zaun drüber. Wir haben nicht genug Edelsteine. Nee, nein, warum willst du einen Zaun machen? Nein, es war nur so gesagt. Ja, ich kenne dich. Du sagst gar nichts, einfach nur so. Wieso haben wir jetzt 2000... Aber den Hubel, den kleinen hier, den mache ich mal eben weg. Ne? 2 Millionen haben wir. Nein, lass den. Ich bleib da drauf stehen, das will ich nicht machen. Wieso kannst du das abbauen? Nein! Nein! Nein, aber das kennst du nicht. Das mache ich jetzt noch höher. Ich mache das jetzt 5 Stockwerke hoch. Kann ich das oder kann ich das? Ja, hier kommen ja eventuell noch Bäume hin. Deswegen will ich das hier wenn flach. Aber versuch mal, ich drehe mich und mal gucken, ob das geht. Wenn ich drehe. Ha! Oh, das wollte ich nicht. So. Die ganze Zeit wurde es blau und die ganze Zeit habe ich dann geklickt und dann ging es nicht mehr. Warte mal, da hinten sind wieder Dings hier. Ach, jetzt fängt das schon wieder an mit Warte mal, das ist doch scheiße. Aber das mache ich nur in dieser Aufnahme. Also, wenn wir Farm aufnehmen, sonst sage ich das so gar nicht. Also, zu mir vielleicht mal, aber jetzt nicht. Ne? Doch, das sagst du öfters. Das ist ey, so hier fehlt einer. Du Sau, du hast hier einen Apfelbaum geklaut. Wo? Ja, hier, wo du die hingestellt hast. Nein, das war genau der fehlte. Ja, klau dir doch einen von vorne, dann sieht das besser aus. Also, nee, warte, ich habe noch einen hier über. Hier hinten ist noch einer. Den habe ich da hinten in die Ecke gestellt, den kann ich da wegholen. Wie, den hast du in die Ecke gestellt? Warum stellst du den armen Apfelbaum einfach oder, so in die Ecke? Oder ich hole den in der Schaffarm hier runter, dann der ist so einzeln. Nein, die sind doch extra zur Deko da. Die aber kannst du nicht runternehmen. Aber den kann ich wegnehmen hier. Hallo, den habe ich extra dahingestellt. Hast du nicht? Doch, jetzt stell den wieder dahin. Du weißt gar nicht, welchen ich geholt habe. Doch. Welchen denn? Meinen, den ich dahingestellt hatte. Den habe ich hingestellt, den hast du gar nicht hingestellt. Weil du kannst gar keinen hinstellen. So. Was machst du denn jetzt? Stell den zurück, da fehlt doch keiner. Nee. Boah. So. Das sieht nämlich so ein Scheiße aus. Und stell den einen bloß wieder als Deko dahin, wo der gestanden es hat. Es war doch gar nicht der, den du meinst. Da bist du aber gerade am Stehen gewesen, wo die Dekobäume sind. Nein. Doch. Nein. Und ich glaube, da stehen auch nicht mehr alle. Du hast ja nicht mehr alle, das stimmt, ja. Boah, die haben ja so selten hier gemacht, die Kokosnusspalmen, ne? Also, was wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen werden, die nächsten Folgen. Also, wenn er denn wieder zurück ist, sagen wir es mal so. Dass wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir die Sachen, die wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben, freischalten. Also, die Apfelbäume machen wir ja schon nebenbei. Ne, das muss ja höchstens auf Level 80 sein, damit dann alle freigeschaltet sind von den Bäumen. Das ist ganz wichtig, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, von Anfang an die Apfelbäume immer und immer und immer und immer und immer und unendlich viel immer mit abzuernten. Weil ihr, wie gesagt, Apfelbäumchen auf 80 haben müsst. Und das dauert wirklich lange. Also wenn ihr natürlich eine riesige Apfelbaumfarm habt und die dann immer mal wieder abfarmt, dann dauert es nicht so lange, wie wenn ihr jetzt nur, keine Ahnung, 30 Apfelbäume habt oder so, ne? Das ist schon klar. Aber es dauert wirklich lange. Selbst mit einer großen Farm, mit großen Streifen von Apfelbäumen, habe ich da sehr lange gebraucht, bis das dann durch war. Das ist der Bambus hier, ne? Machen wir den mal voll. Weil jetzt haben wir ja eine Farm, wo man ja nicht mehr so viel neu setzen muss und auch nicht mehr kann, weil wir ja keine Stellen dafür haben. Das aber nur da so. Du mal die ganzen Edelsteine auskippst, wahllos? Nee, nicht wahllos.
Ich hab das gesehen, hab mir gedacht, ey, das ist cool, das habe ich bei Disney Dreamlight Valley auch. Wenn ich es noch habe und nicht schon abgebaut habe, weil ich wollte es woanders hinstellen. Cool finde und sofort haben müsste, ne, dann. Dann wäre ich schon. Dann wärst du arm wie eine Kirchenmaus. Wie die Kirchenmaus aus Robin Hood, also aus dem Originalfilm von Walt Disney. Mir kommen nur Originale ins Haus. Das sind immer noch die besten. Warum war nicht diesen Kack-Mango-Baum? Da, wo du die Fische gemacht hast, irgendwo in der Richtung müsste der, glaube ich, nee, sein. Da war der nicht. Aber hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Nee, hier oben, neben den Apfelbäumen, die nicht ganz waren. Das ist doch Mango da oben. Also rechts von der 5. Aber jetzt, wo du sagst, die könnten wir mal ein bisschen voller machen. Ich hatte nur eben nicht mehr so viel Geld dafür. Also vorhin. Ja, aber das Problem ist, wir brauchen die nämlich. Wir brauchen Mango für die nächsten Mango-Level. Der fehlt uns nämlich total. Wir haben keine Mangos. Wir brauchen Mangos. Ja, ich setze noch einen zweiten Streifen rein. Aber wir haben 2 Millionen, du kannst ein bisschen... Ah nee, das sage ich hier lieber nicht, dann ballert sie wieder alles weg. Nee, war jetzt eh schon mein Plan, das vollzusetzen. Aber die sind halt wirklich sehr teuer, ne? Also die kosten 7.500 pro Baum. Das mal 9, ne, für so ein Päckchen hier. Also das ist schon nicht ohne. Den Quittenbaum, den hatte ich auch hingestellt. Da könnte ich vielleicht auch nochmal den letzten Streifen, das war der hier, ne? Den letzten Streifen vielleicht nochmal voll machen. So, weil den haben wir nämlich jetzt auch nur auf 12. Den haben wir jetzt nicht so gelevelt. Da brauchen wir noch 2 Level für den nächsten mit Mango und insgesamt 20 für den danach. Achso, nee, 25 sogar auch noch. Wir brauchen Level 75, bis wir den... Boah, und Level 90, beziehungsweise 104 für die beiden... Wobei der, ich weiß nicht mal, wie er heißt, hier, Gewürznelkenbaum oder sowas, glaube ich. Ach, wir haben einen neuen Fisch. Oh. Kein Platz. Ja, theoretischerweise auf dem neuen Feld, dass wir den erstmal dahin stellen. Eigentlich wollten wir das ja da oben rechts machen, wobei... Da müssten wir da 3 Fische daneben machen. Das reicht vom Platz her, glaube ich, nicht so. Aber da wir die Hühner wollten wir, glaube ich, oben links von der 2 hin machen, oder? Die Hühner sind doch da drin, ja, aber da kommen... Ja, du hast gesagt, du wolltest auf so eine Erhöhung mit denen. Hä? Nee, nee, das waren die Schafe, die ich so machen wollte. Ja, oder Erniedrigung. Erniedrigen kann ich sie. Jetzt haben wir natürlich... Ich meine, wir haben noch ein bisschen was. Nee, wir haben nichts mehr. Aber ich werde jetzt nicht die ganzen Millionen jetzt hier ausgeben. Jetzt lass es mal sein hier, verdammt nochmal. Hallo? Und wenn wir die Fische dann kriegen für die Quest? Dann haben wir gar keine. Wir müssen immer noch ausgeben, aber du kannst nicht immer uns alles blank machen hier. Da müssen wir ein bisschen in der Rückhand haben. Bisschen in der Rückhand? Du bist das hier einmal am Abernten und dann hast du das alles wieder drin. Also das ist jetzt völliger Quatsch. Außerdem haben wir immer noch 1 Million. Nee. Ist ja jetzt nicht so, als ob wir gar nichts mehr hätten. So. Du bist immer so wahllos am Ausgeben. Ich vor allen Dingen. Gut, okay, was Steam betrifft, in der Realität könnte das vielleicht sein. Aber nicht wahllos, sondern ich hole ganz viele tolle Sachen, die ich euch dann zeigen möchte hier auf dem Channel. Und ich bin immer noch der Meinung, und aufgrund dessen habe ich jetzt Vorbereitungen angefangen, muss ich dazu sagen. Da möchte ich innerhalb eines Blogs, den ich mir soweit schon mal erstellt habe, gesichert habe und so... Was hast du denn hier jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, sehe ich. Was willst du? Ich habe immer ein normales Feld hier an Linsen gehabt. Wieso hast du hier ums Eck gemacht? Ich habe nicht ums Eck gemacht. Ja, dann war das Geisterhand. Hast du wahrscheinlich wieder Automatik drin gehabt oder so. Ja, da ist ein bisschen eine kleine Kerze. Das ist wie beim Haareschneiden. Da kann auch mal so eine Ecke reinkommen. Du weißt aber auf einmal ganz genau, was ich meine, ne? Es kann nur da sein. Ja, ja. Ich glaube, der
Oh, der hat das Fenster nicht aufgemacht, der Gerald. Boah, stinkt das hier in der Toilette. Lass ihn das nicht hören. Ups, wir nehmen ja auf. Ups. Was soll er denn ins Gästebuch bringen? Ich habe meinen Aufenthalt genossen. Ich habe verstanden, ich habe meinen Auftrag genossen. Mein Auftrag. Aufenthalt an. Oh, es ist so ein schönes Bild, finde ich. Ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Nein, 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 Fotomodus! Fotomodus! So. So, das ist... Was? Schnell abbauen. Nein, das ist ein schönes Bild, wie ich finde. Ach so, nee. Das ist so, ach, das ist ja cool. Ich habe mir auf der Hauptfarm, weil das durch ein Update irgendwann mal rausgesprungen ist, habe ich mir mein altes Kennzeichen wieder hier reingemacht. Also das, was ich, ja, nachdem wir hier reingekommen sind, so erste Woche oder sowas, habe ich mir das reingemacht mit GP7, ne? Dann ist es aber durch irgendein Update ist es weggekommen. Also das war auf einmal nicht mehr drin. Da stand nur noch dieses, was ist denn standardmäßig, FT, ne? Farm Together 2, glaube ich. Zwei. Genau. Und jetzt habe ich das bei meiner Hauptfarm drin reingemacht und ich sehe gerade, ja wahrscheinlich, weil es der gleiche Traktor ist, dass das jetzt hier auch drin ist. Ja, das ist komplett, das ist am Traktor gebunden und der ist ja gleich. Das finde ich cool. Nee, das ist logisch. Logisch auch, aber das finde ich auch cool. Oh, kannst du den Knoblauch noch setzen? Ah, nee, ich bin gerade beim Knoblauch, ja, dann setze ich den eben, warte mal. Weil der muss nämlich auch dringend gelevelt werden. Der ist jetzt gerade auf Stufe 5 gegangen. Und privat bin ich seit keine Ahnung wie lange am Leveln, dass der Level, was war das, 65 bekommt, damit ich den letzten Knoblauch freischalten kann. Das ist abartig. Also was den Knoblauch betrifft, ist es wirklich abartig. Aber was schlimm ist, wie die Blumen teilweise gesetzt sind, so komplett durcheinander. Und das überhaupt. Nein, die haben wir doch nur hingestellt, weil wir auch keinen Platz hatten und immer noch nicht so richtig haben. Ja, aber hatten wir die doch nur dahingestellt, damit die zumindest schon mal ein bisschen gelevelt werden nebenbei. Ja, aber und, guck mal, diese Tulpe brauchen wir. Nein, jetzt. Warte. Ah, ich kann das Gelbe machen. Moment, ich komme sofort. Brauch. Fahr jetzt endlich, du blöder Traktor. ich habe nur 3 Minuten Zeit. Warte, ich komme sofort. Wo bin ich denn hier? Ach, da bin ich. Ich habe das ja extra hier. Ich habe das ja extra nicht gemacht, so. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir den Streifen endlich mal komplett hier. Oh. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das nochmal reif wird. Und dann müssen wir hier den weißen Kürbis reinsetzen. Wieso? Hä? Ich bin verwirrt. Was bei mir nichts Neues ist. Aber trotzdem. Moment. Zucchini haben wir 27. Rote Kartoffel 93. Also sollen da eigentlich die Zucchini hin? Dann mache ich das jetzt mal so, damit man das überhaupt sieht, dass ich den Streifen hier mal wegmache. So. Dann können wir nämlich hoffentlich daran denken, die Zucchini beim nächsten Mal dann zu machen. So. Und alle, die jetzt vielleicht doch nicht ganz so böse auf den Epi sind und ihm eigentlich einen schönen Urlaub wünschen, die können das jetzt gerne in die Kommentare übrigens reinschreiben. Ich wollte gerade sagen, ich leite das alles weiter, obwohl du guckst selber eigentlich gar nicht so. Ne? Also ich leite das dann alles weiter. Machen wir das jetzt so oder machen wir das... Eigentlich können wir das hier auch komplett durchziehen, oder? Ja, so zumindest. So. Die neuen Blumen habe ich auch gerade gesagt. Dö, da hat mich einer angefahren. Was? Neo Mist, das hat sich nicht schon wieder gemacht. Ja, ich habe die neuen Blumen, die wir freigeschaltet haben, gesetzt, Schlauberger. Aber so wahllos, total wahllos. Was ist denn daran wahllos? Ich habe die hier reingesetzt. Ich könnte da noch einen Zaun drum machen, aber wir haben ja zu wenig Edelsteine, weil der Herr ja das Schachbrett von selber fertigstellen muss. Ja, weil ich jetzt weg muss. Ja. Ja.
So. Ist noch gerade noch 5 Minuten. Ist keine 5 Minuten, die fangen erst um 6 Uhr an. Ja, und? Aber ich muss mich vorbereiten. Mental oder was? Das Bier aus dem Kühlschrank holen, was ich nicht hab. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gar keins hier. Da. So, machen wir das auch nochmal. Weil unsere Hühner und so, die brauchen ja auch noch was zu futtern, ne? Ich meine, jetzt haben wir alles an die Edelsteine ausgegeben. Aber im Endeffekt brauchen wir ja jetzt auch wieder alles, was wir so kriegen können, damit wir das dann auch an die Tiere wieder verfüttern können, ne? Was ist denn eigentlich die nächste Erweiterung? Irgendwas über die 9000? Wahrscheinlich. Kannst mal gucken. Was hast du denn hier gemacht? Warum ist das hier weg? Hm? Hier sind Kartoffeln weggemacht worden. Ja, hab ich gerade. Der hört aber auch nicht zu, ne? Du erklärst das lang und breit. Nee, Moment, was waren da? Da gehörten keine Kartoffeln, sondern. Nee, die können wir noch nicht machen. Die können wir erst nächsten Monat machen, die Zucchini. Warum wurde das denn jetzt gemacht, diese Scheiße hier? Wer hat jetzt diese halben Felder? Wer macht sowas? Ich setze keine halben Felder. Ja, aber hier sind zum Beispiel diese großen Tomaten und rote Kartoffeln halb und halb drauf. Und klar, wenn ich dann automatisch weiterfahre, dann nimmt er mir einen Teil davon weg. Das ist doch Mist. Das sind die... Die sind jetzt nicht. Ochsenherztomaten, die hier drauf sind, meine ich. Ja, genau, die Ochsenherztomaten, die gehören hier drauf. Nee, aber dann müssen doch. Dann lass uns die mal da durchmachen. Das ist doof so. Ja, das muss bis hinten durchgezogen werden. Ja, aber deswegen ist das ja extra alles frei. Wir können die nur mal nicht setzen. Ja, aber da waren aber Kartoffeln. Ja, und ich habe jetzt schon bestimmt 1 Million Male gesagt, dass die Kartoffeln da wegkommen. Deswegen werden die ja nicht geerntet. Deswegen, weil wir die ganze Zeit darauf warten, dass wir die setzen können. Also nicht die Kartoffeln, sondern das andere natürlich. Warte, ich warte im Real Life, hau ich dich dann. Was? Ich habe das jetzt mehrfach gesagt. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigefahren bin. Das war jetzt über mehrere Folgen sogar schon hinweg. Und warum hast du es dann nicht gleich umgesetzt? Dann weil ich es nicht konnte, habe ich jetzt gerade vor 2 Minuten noch mal gesagt. Ja, aber die Kartoffeln sind die ganze Zeit reif gewesen. Die hättest du doch abmachen können. Hätte man da auch keine neuen. Habe ich eben gemacht, ja. Nein, hast du nicht. Die waren ja gerade da drin. Doch, habe ich eben gemacht. Deswegen ist da ja ein Loch drin. Nee. Worüber du dich noch beschwert hast gerade. Das Loch war bei den Zucchini, aber nicht bei den Ochsenherzkartoffeln, Tomaten. Ochsenherzkartoffeln, Tomaten. Ich gehe jetzt hier raus. Ich habe meine Arbeit getan für heute. Feierabend. Nee, hast du noch nicht. Wir müssen die Bäume noch machen. Nee, müssen wir nicht. Doch. Wir haben bald wieder Winter. Und das ist nicht gut, wenn die Bäume dann nicht abgeerntet werden. Ich mache die hier oben nochmal, weil die brauchen auf... Ach nee, die sind schon auf 37. Die brauchen nicht mehr ganz so einen Schub hier. So. Ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, wie man sich so eine Gurkentruppe angucken kann. Ist ja eine andere Truppe, ne? Wenn es Bundesliga wäre, würde ich es ja noch verstehen, aber... Fische! So... So, aber ich würde trotzdem sagen, mit einem kleinen Blick auf die Uhr, dass wir hier die Bäumchen noch mal ein bisschen abernten und hoffentlich dann auch ein bisschen eine Grundlage wieder fürs nächste Mal legen. Ich schaue, dass ich auch ein bisschen fleißig bin noch in der Zwischenzeit. Also du könntest in 12 Minuten den Roggen hier hinten abernten, dann ist die Quest, der ist für die Quest drauf. Den kannst du einfach abernten. Die Schweine müssten wir auch mal abernten. Sind die gerade reif? Kannst du das sehen? Nein, die habe ich gemacht. Siehst du außerdem, wenn er auf der Karte... Wie kannst du die abernten, bevor die Quest kommt? Du musst das doch wissen, dass die jetzt kommt. Weil wir Geld brauchten vorhin. Nee, Geld braucht man nicht. Ja, Diamanten sind für mich auch eine Währung, eine Art von Geld. Edelsteine.
Oh, Edelstein. Diamant ist kein Edelstein, ne? Du kleinliches Etwas. Edelsteine ist der Überbegriff und Diamant ist eine Art von Edelstein. Schlaumeierin. Eine ziemlich teure sogar. Schlaumeierin? Schlaumeierin. Ja, aber wie gesagt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen abernten und da müssen wir mal schauen, weil theoretischerweise, wenn das jetzt hochgeladen ist, ich muss das nochmal mit dem Epi absprechen, wann er jetzt genau fahren wollte. Hallo, ich bin erst in zwei Wochen ja, weg. Dann, sag schon. Nee, ich sag dann nicht. Haben wir nämlich eventuell zwischendurch kein, wieso ist jetzt hier ein Streifen abgeerntet, aber der Rest nicht. Haben wir nämlich eventuell zwischendurch keine Zeit mehr aufzunehmen. Das wäre dann das Negative da dran. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann im Endeffekt machen. Hier hast du nochmal neu reingemacht. Zack. Ah ja, da hast du nochmal neu reingemacht, okay. Ich weiß zwar nicht so genau, wofür ich die Marmelade jetzt mache, aber die werden bestimmt so fies sein, dass wir jetzt ganz viel davon brauchen für die nächste Erweiterung irgendwann. Deswegen will ich da jetzt schon mal so ein bisschen drauf vorarbeiten. Ja, egal. So oder so, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und ja, ich schreibe es nochmal in den Community-Tab rein, ob wir es nochmal hinbekommen haben, vorher noch was aufzunehmen. Ansonsten wünsche dem dem Opi, wollte ich gerade sagen. Mein Gott, ey. Wünsche dem Epi. Ich dachte, die ist gestört. Dann noch eine schöne Woche. So, einen schönen Ruhestand. Einen schönen Ruhestand, genau. Und ja, ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ich habe du mit deiner Oma im Hühnerstall habe ich die ganze Zeit im Kopf. Deswegen habe ich jetzt den Opi im Kopf gehabt. Ja. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.